So, willkommen auf dem YouTube-Kanal von JustSoundKHF4. Ich habe jetzt diesmal eine Jacke an und was ihr da im Hintergrund hört, das ist ein Kunde, der gerade mit seinem zugegebenermaßen nicht ganz so schönen Auto da ist. Aber wichtig ist ja, was da rauskommt. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal raus gucken. Was steht da? So. An dieser Stelle müssen wir jetzt leider die Musik ausblenden, da diese urheberrechtlich geschützt ist und deswegen hört ihr jetzt hier meinen Gesabbel übers externe Mikrofon. Wir blenden euch aber eine Musik ein, die einigermaßen zu der passt, die ihr gehört hättet. Viel Spaß! Laut und er hat da auch Silikon reingedrückt zwischen die Bleche. Das blenden wir jetzt gerade mal ein, dass ihr das mal seht, weil ich glaube eben in dem Durchlauf hat man das nicht so richtig gesehen. Also das Ding rappelt und klappert ohne Ende, macht aber einen Heidenspaß. Ja, also das muss man wirklich sagen. Und das Konstrukt ist abenteuerlich, klanglich sicherlich ausbaufähig. Ja. Klingt eigentlich wie Scheiße wahrscheinlich. Also jetzt rein klangtechnisch. Aber das Ding macht unfassbar viel Spaß und der Strom sieht auch recht stabil aus. 13 Volt zeigt die Anzeige die ganze Zeit an. Die Batterie ist auch nochmal. Bis 12,2. Echt? Klingt, ja, während der Fahrt. Ich glaube, da müssen wir mit der Batterie nochmal hier ein bisschen was machen. Ja, also der 20er ist drin. Sind verbaut zwei Eaton Move 15 Zoll an der Empire 3000.1 in einem Bassreflexgehäuse mit wie viel Liter? 115 jeweils. Jeweils 115 Liter, massiv gebaut, wenn ich das hier so sehe, das ist mit Multiplex. 24er Multiplex obendrauf und MDF. 24er MDF, 18er Multiplex obendrauf. Also heftig. Das Ding ist echt heftig, macht richtig Spaß. Und die Batterie ist direkt an den Endstufen, aber wenn ich das richtig sehe, keine so wirklich richtige KHF oder AGM-Batterie oder was ist das? Verbrauchsbatterie bei Säure. Ja, aber ja, 120er. Okay. Ja gut, aber die macht halt nicht. Also das Problem ist wahrscheinlich, dass die nicht schnell genug den Strom abgibt oder die Last nicht schnell genug bereitstellen kann, deswegen fällt die Spannung so weit runter. Also wenn du quasi eine gleiche... Ich will noch ein Fahrradkondensator und ja, eine extra Lichtmaschine, 140er. Ah, okay. Aber auch eine Lichtmaschine ist ja träge. Das heißt, die muss ja immer nachregeln, bis sie dann Leistung bringt. Also ich glaube, eine kleine KF oder eine kleine Optima, eine Hollywood-Batterie, ich glaube, das würde nochmal richtig was bringen. Könntest du einfach testweise mal machen. Ansonsten... Das macht sowieso genug. Das Beste ist, wir dürfen nicht sagen, für wen... Aber er fährt Pakete aus. Mit dem Auto. Mit dem Auto. Und das ist schon richtig krass. Ja? Also es macht schon richtig Spaß. Wir haben auch eben die Pakete weggeworfen, dass man sie nicht sieht. Falls man sie jetzt im Durchlauf gesehen hätte, sind sie rausgeschnitten. Oder beziehungsweise verpixelt. Also das Ding ist schon richtig cool. Und von daher würde ich sagen, wir föhnen jetzt noch ein bisschen und... Gibt es noch irgendwas zu sagen von deiner Seite, was dir besonders gut gefällt oder was dir vielleicht noch was verbessert werden könnte? Der Laden, Just Sound, also. Das war nicht abgesprochen, ja? Das war nicht Mega. Abgesprochen, ja? Ja, es gab ein kleines Problem bei dem einen Woofer und das haben wir relativ kurzfristig lösen können, aber das ist ein anderes Thema, von daher würde ich sagen, viel Spaß noch damit. Yep. Den wirst du auf jeden Fall haben und das war jetzt wirklich ein ganz spontanes Video, also von daher haut rein. Verlinkt habe ich die Woofer und die Endstufe, wobei die Endstufe, muss ich dazu sagen, die ist nicht mehr lange lieferbar. Die ist im Abverkauf von Empire deutlich im Preis reduziert. Also wenn ihr eine haben wollt, müsst ihr schnell sein. Bis dahin würde ich sagen, alles Gute. Ciao, ciao. Okay.